Vor 2 Wochen habe ich angefangen damit, meinen Schlafrhythmus wieder richtig in Ordnung zu bringen und so richtig gesund zu machen, weil Schlaf was ganz Wichtiges ist. Und ich habe 2 Bücher darüber gelesen, und zwar das eine ist das große Buch vom Schlaf. Das ist von einem amerikanischen Autor, ein Schlafforscher. Guck mal, wie der aussieht. So sieht er aus. Ich weiß nicht, ob man es scharf sieht. So ein Schicker. Und dann haben wir hier einen deutschen Schlafforscher im Unterschied dazu. Die übermüdete Gesellschaft ist auch ein tolles Buch. Also sind beide, kann ich beide richtig empfehlen. Das finde ich fast noch ein bisschen, aber ich mag auch manchmal so amerikanische Bücher ganz gerne. Das finde ich fast noch ein bisschen inspirierender oder so lustiger. Das sind halt so Geschichten mit drin und so, ne? So. Also haben wir die beiden Bücher, die kann ich sehr empfehlen. So, und was kam jetzt raus bei den beiden Büchern? Also, einmal habe ich gelernt, dass es zwei verschiedene, im Prinzip zwei Arten von Schlaf. Einmal gibt es den Non-REM-Schlaf und einmal gibt es den REM-Schlaf. Und REM bedeutet Rapid Eye Movement, also die schnelle Augenbewegung. Und da gibt es also Phasen im Schlaf, wo die Augen sich ganz schnell bewegen. Kannst du auch sehen, bei kleinen Kindern zum Beispiel. Oder bei deinem Partner oder keine Ahnung. Und dann gibt es diese Phasen, wo die Augen eben stillstehen und sich nicht bewegen. Und diese beiden Schlafphasen, die kann man eben gut unterscheiden. Und genau, ich zeige dir mal kurz. Moment, Whiteboard. Da gibt es hier, also das ist das Non-REM, NR, Non-REM und die anderen ist REM. Und da gibt es so, wenn man 8 Stunden schläft, gibt es ungefähr 5 von diesen Schlafphasen, wo immer mal wieder das so wechselt. Und die ersten 2 sind besonders Non-REM-Schlafphasen. Die sind besonders wichtig fürs Gehirn. Und zwar für die Gehirngesundheit tatsächlich. Also es ist jetzt bewiesen, studienmäßig richtig bewiesen, dass guter Schlaf und genug Schlaf fürs Gehirn, also auch gerade wegen Demenz und so weiter, sehr, sehr wichtig ist. So, also haben wir Non-REM-Schlafphase zu Beginn der Nacht. Und dann haben wir am Ende der Nacht, also so zur vierten und fünften Schlafphase hin, haben wir die REM-Phase. Und die REM-Phase kannst du dir merken als Kreativitätsbooster, aber auch als psychische Beruhigungsschlafphase. Also da wird sozusagen psychisch verarbeitet. Und wenn du jetzt anfängst, immer nur deine Nächte so zu verkürzen, dann kann es sein, dass du eben diese psychische Stabilitätsschlafphase einfach nicht mehr mitnimmst. Denn, also das da hier ist jetzt zum Beispiel, warte, ich mache nochmal einen schwarzen Stift. Das da hier ist jetzt, also das da hier, die 5 Schlafphasen, die bekommst du bei 8 Stunden Schlaf. Das ist die offizielle Empfehlung. Das ist die Antwort auf die Frage, wie viel Schlaf ist gesund? 8. 8 Stunden Schlaf ist super. Und da gibt es auch, gab es einige Forschungen zu. Und es gibt, also vor allem in diesem Buch hier, der spricht sich extrem für diese 8 Stunden aus, weil es bei allen Studien, die zum Beispiel für 6 Stunden Schlaf und so weiter geforscht haben, wie wenig der Mensch braucht, das ist nicht wirklich gesund, sondern die sind immer zu dem Schluss gekommen, 8 Stunden mindestens. Also, das erstmal als erste Antwort. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel immer nur 6 Stunden schläfst und zum Beispiel dann hier aufwachst, dann hast du halt eine ganz große REM-Phase verloren. Einfach, wenn du dann zum Beispiel am Wochenende nachschläfst, dann kannst du ein bisschen reinholen, aber du kannst nicht von der ganzen Woche allen Schlaf nachholen. So viel, der nennt es immer Schlaf erzeugen, so viel Schlaf kann man dann nicht erzeugen, sondern dann wacht man halt trotzdem auf, auch wenn man eigentlich den Schlaf bräuchte, wenn der Körper ihn eigentlich bräuchte. Und es ist nicht nur so, dass das Gehirn, die Kreativität und die Psyche den Schlaf brauchen, sondern der ganze Körper. Das ist der Schlaf, ist die Selbstheilungszeit. Ne, da ist also in dem Buch hier stehen auch lauter Sachen drin von Krebs, Herzgeschichten, Blutdruck. Ganz wichtig für Blutdruck ist Schlaf. Ne? Genau, also das jetzt erstmal als erste Antwort. 8. Merkt ihr das? 8 Stunden Schlaf. Wenn du irgendwie dafür sorgen kannst, dass du 8 Stunden Schlaf bekommst, dann sorg dafür. Mach das. Das kann ich sehr empfehlen. Also ich habe das jetzt so eingeführt bei mir und das funktioniert. Das ist sehr gut und das ist ein völlig anderes Gefühl. So, eine Sache vielleicht noch, die auch ganz wichtig ist. Wenn du Alkohol trinkst, zum Beispiel am Abend davor, egal und wenn es nur ein Gläschen Wein ist, dann du killst dir diese REM-Phase. Alkohol killt die REM-Phase. Das heißt,
Was fehlt, ist dann Kreativität, aber vor allem psychische Stabilität. Deswegen wird vermutet, werden die Alkoholiker oft auch so ein bisschen aggressiv. Ne? Ich erzähle dir mal kurz noch was zur REM-Phase, was ich total interessant finde. Und zwar, du hast jetzt hier in der Vergangenheit, ich mache mal ein V für Vergangenheit, hast du irgendein Erlebnis gehabt, ne? Und da hast du irgendeine Emotion gehabt. Ich mache mal ein Herz für die Emotion, ja? Und jetzt, wenn du nach diesem Erlebnis schläfst, ich mache mal ein S für Schlaf, dann trennt sich das Erlebnis, das geht dann ins Gedächtnis rein, und die Emotion, die trennen sich. Der Schlaf trennt es voneinander. Das heißt, du kannst auch schlimme Erlebnisse oder egal, was du für Erlebnisse hattest, kannst du im Gedächtnis behalten, ohne dass du jedes Mal dich wieder schlimm fühlst. Und das finde ich, also, und das passiert eben in der REM-Phase. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Mechanismus für den Körper, für unsere Psyche, dass wir nicht alle Emotionen von früher mitschleppen, die ganze Zeit mit dabei haben, sondern dass wir das sozusagen speichern können und dann uns trotzdem erinnern, trotzdem die Erfahrung in unser Leben integrieren, aber nicht jedes Mal uns fürchterlich schlecht fühlen, wenn wir daran denken, ne? Und wenn man jetzt in einem permanenten Schlafmangel ist, dann sind sozusagen die Emotionen immer verknüpft. Dann hast du immer die Emotion und das Erlebnis immer zusammen. Und das ist für die Psyche auf die Dauer anstrengend. Vor allem, wenn du blöde Sachen erlebst, dann kannst du das schwer verarbeiten. Und das ist zum Beispiel bei den traumatisierten Kriegssoldaten. Bei den Soldaten ist es öfters der Fall, dass da eben nicht diese Trennung ist, sondern dass die erleben das immer wieder und haben immer wieder die Emotionen 1:1 wie damals. Ne? Und da gibt es jetzt einige Forschungen, wie man das wiederherstellen kann, dass die wieder das trennen im Schlaf. Da ist tatsächlich das Gehirn zu gestresst, um diesen tollen Mechanismus, den wir da im Körper haben, auszuführen. Okay, also das jetzt zum REM-Schlaf. Also REM-Schlaf, also die letzte Zeit von der Nacht, die ist extrem wichtig. Also nicht nur 6 Stunden schlafen. Ich dachte lange Zeit, 8 Stunden schlafen, das ist so ein Luxus und das ist irgendwie faul und das ist irgendwie so, ich weiß nicht, ja, ich habe, glaube ich, einfach gedacht, das ist zu faul. Dann bin ich nicht erfolgreich in meinem Leben, dann schaffe ich nichts und so weiter, wenn ich so lange schlafe. Ich habe immer versucht, so auf 6 Stunden runterzukommen oder höchstens mal 7, aber dann habe ich mich schon wieder schlecht gefühlt. Und das ist ein Blödsinn. Die Gesundheit ist so viel wichtiger als alles andere. Die ist wirklich wichtig. So, auch also dement werden ist wirklich blöd. Ich will auf keinen Fall dement werden. Das ist eins von meinen großen Zielen, dass ich nicht dement werde. Also wenn ich es werde, dann kann ich nichts dran ändern, aber ich versuche darauf hinzuarbeiten. So, okay. Also, so, eine andere Sache, die auch ganz toll ist beim REM-Schlaf, ist, dass, also das mit dem Gefühlen war jetzt auch beim REM-Schlaf, ne? Das andere, was ganz toll ist beim REM-Schlaf, ist, dass die Muskeln locker lassen. Und das stand jetzt in dem Buch nicht drin, aber meine Idee ist, dass wenn du zum Beispiel morgens ganz angespannt aufwachst und du dich wie gerädert fühlst, dass vielleicht dein REM-Schlaf nicht ausgereicht hat. Das kann also sein, es dauert wahrscheinlich eine Weile, bis der Schlaf so richtig gesund ist, vielleicht ist deiner auch gesund, aber es kann sein, dass einfach, wenn die Muskeln so richtig mal locker lassen können, dann ist es, denke ich mal, auch für die ganze Durchblutung mal ganz gut und so weiter. Und ich könnte mir vorstellen, dass man dadurch weniger Schmerzen insgesamt hat, dass man eben diese REM-Phasen auch richtig pflegt. Könnte also zusammenhängen. Naja, das nur mal so, aber das stand jetzt nicht im Buch, sondern das ist meine Schlussfolgerung, dass das ganz gut ist, der REM-Schlaf auch für die Muskeln. REM-Schlaf, das ist, da könnte man jemand wegtragen. Das ist, der kriegt überhaupt nichts mit. Da wird richtig, damit man eben die Träume, also REM-Schlaf, da hat man diese ganzen Träume, damit man die nicht ausagiert, lähmt sozusagen unser Gehirn, unseren Körper. Und dann liegen wir da und können uns nicht mehr bewegen. Und wenn wir wieder aufwachen, dann können wir uns wieder bewegen, zum Glück. Okay, das habe ich.
Ah ja, noch eine ganz wichtige Sache. Nimm bloß keine Tabletten, keine Schlaftabletten. Also dieser hier, also das da hier ist ein Mediziner, ein Schlafmediziner, der ist wiederum schon für Schlaftabletten auch zu haben, aber der da hier ist ein totaler Gegner für Schlaftabletten. Kommt mir natürlich sehr gelegen, weil ich auch nicht so ein Medikamente-Typ bin, aber der sagt, Schlaftabletten ist Betäubung. Betäubung bedeutet, du hast keine Schlafphasen, sondern du bist betäubt. Da ist keine Schlafphase da. Das heißt, du hast weder diese tolle Sache von Non-REM, die Erinnerung und das Gedächtnis, ne? Und du hast eben auch nicht diese REM-Vorteile. Also ja, einfach die stabile Psyche. Genau. Also das wollte ich noch sagen. Und jetzt erzähle ich mal noch, was ich selber so für Erfahrungen noch gemacht habe mit meinem Schlaf. Und ich erzähle dir erstmal kurz, was war, damit du so ein bisschen Bescheid weißt und ob das auch was für dich sein könnte, die Lösung, die ich gefunden habe. Und zwar habe ich habe gleichzeitig so eine Art Arbeitswut und die ist vor allem abends ganz gerne da. Ich nenne das Arbeitswut. So, und das vor allem, also das fing dann oft an, wenn ich dann abends so, und dann habe ich plötzlich dann bis um 3 und ich wollte nicht aufhören, ich wollte das unbedingt noch schaffen und noch unbedingt das Video machen und noch unbedingt das und das. Und diese Arbeitswut plus, und das ist jetzt ist auch eine Tatsache, das blaues Licht verhindert sozusagen den Startschuss zum Schlaf. Also das Melatonin hängt damit zusammen, ne? Blaues Licht, also das ist der Computer, das ist jegliches Licht, was du überhaupt was du aufnimmst, Handy, Computer, die beiden Sachen zusammen haben bei mir dazu geführt, dass ich zum Teil erst morgens um 5 oder 6 schlafen gegangen bin. Vor allem, wo ich nicht mehr von außen den Zwang hatte, morgens aufzustehen. Ne? Und also ich lese jetzt schon seit 2, 3 Monaten oder so gar keinen Roman mehr und auch keine, ich schaue keine Filme mehr an. Also so. Ja, und das tut mir schon mal richtig gut, aber trotzdem hat das noch nicht geholfen, um diese Arbeitswut und das blaue Licht aus meinem Leben früh genug zu stoppen, ne? Mir selbst die Grenze zu setzen. Und ich habe einen Trick, den teile ich jetzt mal mit dir. Vielleicht, also ich weiß nicht, ob der für alle interessant ist, aber vielleicht für dich. Und zwar habe ich einen Wecker mir runtergeladen, so ein kleines Programm. Kann ich dir auch nachher mal runterschreiben unter das Video, wie das hieß. Und da kann man eigene Musik oder WAV-Dateien kann man da sozusagen als Alarm einstellen. Und dann habe ich mir selber ein Stück aufgenommen, einfach mit dem Mikro. Liebe Johanna, es ist jetzt gleich 21 Uhr. Das ist meine Regel. Meine Regel ist 21 Uhr Computer aus, ohne Diskussion, also einfach das. Und dann kann ich danach, dann gehe ich jetzt meistens so um 10, halb 11, 11, naja, eher so Richtung 11, gehe ich dann meistens schlafen und dann schlafe ich auch richtig gut bis morgens. Also, das heißt, ich habe hier so einen, ich habe einen Wecker. Und ja, genau, da sage ich mir selber so, liebe Johanna, also ich stelle den vor 8:55 fängt er an zu reden. Liebe Johanna, bitte, 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 stell jetzt den PC aus, stell den Computer aus, bitte, bitte, du kannst doch morgen weitermachen, mach doch morgen weiter mit deiner Arbeit, das kannst du alles noch genauso gut morgen machen und so. Und so rede ich halt in einem fort mir selber so, also ich überrede mich so richtig gegen diese Arbeitswut und das blaue Licht, überrede ich mich, das alles gehen zu lassen. Und tatsächlich habe ich bisher, also ich mache das jetzt 14 Tage, und bisher habe ich jede Nacht, jeden Abend habe ich pünktlich mein PC ausgestellt und seitdem schlafe ich sehr viel besser. Also es hat vielleicht eine Woche gedauert, bis ich wieder durchschlafen konnte, ne, weil dieses später Einschlafen, das führt dann auch zu diesem Aufwachen in der Nacht. Da muss man mal immer wieder auf Toilette und so. Und wenn man aber so dieses, je entspannter der Körper wird, dann wird auch da zum Beispiel der Toilettendrang gestoppt. Ne, das ist hormonell, also da werden Hormone ausgeschüttet, die dann dafür sorgen, dass du nachts nicht auf die Toilette musst. Wenn du aber nicht tief schläfst, dann werden diese Hormone nicht ausgeschüttet und dann musst du immer wieder aufs Klo und dann wachst du dadurch wieder auf. Und also das war wirklich, also ich war da wirklich, ich denke mal, ich hatte eine richtige Schlafstörung. Aber bei mir hat das richtig geholfen, also diese Arbeitswut und dieses blaue Licht zu tilgen aus meinem Leben abends ab 21 Uhr. Ich überlege gerade, ob ich das sogar noch ein bisschen vorziehe, aber mal schauen. Also, das kann ich dir empfehlen. Und was ich dir auch noch empfehlen kann, ist ein Lichtwecker.
Dann nimmst du einfach, ja, gibt es ja so unendlich viele. Und meiner zum Beispiel geht eine halbe Stunde, bevor ich ihn gestellt habe. Also der steht jetzt gerade auf 8, also geht der um 7:30, fängt er an, heller zu werden. Und dann habe ich gemütlich Zeit aufzuwachen. Und dann kann ich bis 8:30 ist der noch hell. Und in der Zeit muss ich unbedingt aufstehen. Und dadurch, dass das so ein ganz regelmäßiger Rhythmus ist, ich schlafe wie ein Baby wieder. Also richtig, richtig, richtig gut. Und ich habe neulich mal abends ein bisschen Wein getrunken und dann habe ich so richtig gespürt, wie diese REM-Phase, die mir gefehlt hat, sozusagen in dieser Nacht, wie ich viel unruhiger wieder geschlafen habe. Ich weiß nicht, ob das immer so ist, werde ich mal noch ausprobieren. Aber also wenn es so ist, dann der Schlaf, der fühlt sich echt auch toll an, wenn der richtig gut ist. Na gut. Also das erstmal für heute. Ich wollte eigentlich schon länger mal wieder Videos zu machen und ich bin da gerade so ein bisschen hinten ran mit dem, was ich möchte und was ich umsetze. Auch weil ich wieder viel schlafe, habe ich weniger Zeit. Aber ja, ich mache das jetzt einfach so, immer wenn ich kann, mache ich ein neues Video. Ich baue gerade ein neues Konzept für meine, weil ich ja meine Praxis schließen musste erstmal und auch meine Kurse absagen musste. Jetzt muss ich gucken, wie ich sozusagen mich finanziell über Wasser halte, wenn das jetzt länger dauert. Mal gucken. Und genau. Und da mache ich gerade mein Konzept und zwar für eine Online-Phaseberatung. Und dann mache ich eine Webseite und damit bin ich eigentlich die ganze Zeit beschäftigt. Deswegen ist gerade etwas still hier im YouTube-Kanal Phase mit Johanna Watanabe. Genau, aber es kommt. Es wird alles wird kommen zum richtigen Zeitpunkt. Okay, dann wünsche ich dir jetzt erstmal einen schönen Tag. Ich hoffe, es hat dir was gebracht, das Video. Und schreib mir gerne in die Kommentare, wenn du Fragen hast oder wenn du Erfahrungen hast oder irgendwelche Tipps, Buchempfehlungen, Erfahrungen mit Lichtweckern, mit oder ob du schon mal selber eine Schlafstörung hattest oder wie du, was dir geholfen hat. Ja, genau. Okay, dann wünsche ich dir einen schönen Tag. Tschüss.